Hallo, Lars hier von Lars fotografiert und filmt. Und seit ja, ziemlich genau 2 Jahren habe ich das 18-105 hier für meine Sony Alpha 6000. Und das ist eigentlich das Objektiv, was ich überwiegend nutze, auch wenn es nicht so ein typisches Dabeihab-Objektiv ist aufgrund seines Gewichts. Ich habe das Objektiv schon mal vorgestellt auf meinem alten Kanal und mache jetzt daher hier ein Reupload von dem Video von damals. Das, was darin gesagt wurde, das stimmt bis jetzt immer noch. Und zwar habe ich mir zugelegt von Sony das 18-105 mit durchgehender Blende 4. Wirklich kompakt ist das Objektiv nicht. Für ein immer drauf habe Objektiv nicht unbedingt die passende Größe. Es hat auch ein ordentliches Gewicht. Ich wiege es euch später noch. Aber die Werte sind natürlich schön. Und zwar meine Beweggründe, das Objektiv zu kaufen. Das Kit-Objektiv 16-50 mm, das hat einfach zu schlechte Qualität. Das macht keinen Sinn, so ein Glas auf einer Kamera von der Güte der Alpha 6000 drauf zu haben. Ich hole einfach was Besseres. Wenn ich keinen Platz habe, dann habe ich noch die RX 100. Dann nehme ich nur die RX 100 mit. Die hat eine erstaunlich gute Qualität, natürlich ein kleinerer Sensor und dementsprechend die ganzen Nachteile mit nicht so hoher Lichtempfindlichkeit. Aber so passt das Equipment für mich. Wenn ich Platz habe, dann will ich das 18-105 dabei haben und eventuell noch das Samyang 12 mm für schöne Weitwinkelaufnahmen, damit ich entsprechend ausgestattet bin. Ich zeige euch jetzt gerade mal ein paar praktische Beispiele. Zum einen, dass man mal den Brennweitenunterschied sieht und auch die Qualität ein bisschen beurteilen kann. 18 mm und 105 mm. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ich habe hier einmal auf der linken Seite ein Bild mit 18 mm und den gleichen Bildausschnitt mit 105 mm. Ihr seht also hier oben die Schrift. Das ist die hier. Also haben wir so ungefähr den Bildausschnitt in der Mitte. Und das ist schon sehr beachtlich, der Unterschied. Damit kann man durchaus was anfangen. Ja, und auch hier noch mal ein weiteres Beispiel, wieder 18 mm und hier 105 mm. Hier sieht man auch vielleicht ein bisschen genauer, was ich hier aufgenommen habe. Das ist hier so ein Schleusentor am Rhein bei Basel und hier das Ganze dann bei 105 mm. Das da vorne, das ist das Gitter, was man hier sieht. Ja, auch hier sieht man doch recht deutlich, was der Brennweitenunterschied so bedeutet. Also, so Elemente fotografieren, das wirkt sehr gut, sehr schön. Auch hier, da sieht man fast jeden Schmutzfleck. Das sieht schon gut aus. Bokeh sieht man auch wieder. Also Bokeh ist ja das, bezeichnet man eigentlich das Freistellen von einem Objekt im Vordergrund durch einen unscharfen Hintergrund. Das geht bei geöffneter Blende besser wie bei geschlossener. Und hier habe ich natürlich maximal die Möglichkeit, Blende 4 einzustellen. Warum ich jetzt hier Blende 4,5 habe, kann ich so leider auch nicht mehr sagen. War ein Versehen. Normalerweise hätte ich hier auf 4 gestellt, aber der Unterschied wäre jetzt sicher nicht mehr so wahnsinnig hoch geworden. Auch hier nochmal ein Element im Vordergrund. Kommen wir aber ein bisschen zu den Schwächen. Und zwar habe ich hier Landschaftsfotografie gemacht. Auch und habe jetzt hier ein Motiv, muss es suchen. Das ist einmal mit dem Sony und hier eigentlich den ähnlichen Bildausschnitt mit dem Samyang. Damit, also ist natürlich klar, das Samyang hat 12 mm, da passt mehr drauf und das Sony hat eben 18 mm. Beides mit ISO 100, da das Samyang ein manuelles Objektiv ist. Hier, falsches Foto, fehlen die übrigen Angaben. Jetzt, so insgesamt muss man sagen, ja, da in der Entfernung, die Alpen kann man hier nur erahnen, genauso hier kann man es auch nur erahnen, das ist also nicht schlechter. Aber wenn ich jetzt hier die Baumspitzen anschaue,
draufklicke, dann ist das ziemlich matschig. Klicke ich sie, jetzt bin ich schon gerade drauf. Hier sehe ich doch noch deutlich mehr Zeichnung. Ich hoffe, beim Video kommt das auch raus. Und das ist also auch ein Punkt, wo bei diesem Objektiv teilweise bemängelt wird, dass die Qualität bei typischen Landschaftsfotografie-Einstellungen, also Blende 8 und offener, und 18 mm Brennweite, nicht so toll ist. Es kann sein, dass hier in dem Fall jetzt das Problem auch hinter der Kamera war, weil ich bin, bis habe jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre ausschließlich mit dem Samyang-Landschaftsfotografie gemacht. Da stellt man einfach auf Entfernung kurz vor unendlich, Blende 8 und dann wird alles scharf. Hier habe ich jetzt den Fehler gemacht, dass ich hier vorne irgendwo fokussiert habe und das ist ja eigentlich falsch. Also theoretisch hätte ich hinten fokussieren müssen oder halt auch manuell fokussieren. Das geht natürlich schon auch mit dem Objektiv. So hätte man vielleicht noch mehr rausholen können. Ich habe eh vor, ich habe noch ein anderes Objektiv, so ein Reisezoom 17-200. Nee, nicht 17-200, auch 18-200 oder sowas. Und das möchte ich einmal direkt noch vergleichen und auch mal noch schauen, wie es mit dem im Vergleich mit dem Kit-Objektiv aussieht. Ich muss aber insgesamt sagen, dass ich eh die meiste Zeit wahrscheinlich mit dem Samyang und dem 18-200 unterwegs sein werde und das passt mir dann doch schon gut. Ein Manko ist mir auch noch aufgefallen, das möchte ich auch nicht verschweigen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei dem Samyang waren so Sensorflecken drauf und dann habe ich versucht, das zu reinigen, habe dann eine weiße Wand fotografiert und da ich nicht ganz sicher war, ob es wirklich der Sensor ist oder ob es nicht auf dem Objektiv selber war, habe ich dann auch eine weiße Wand mit dem Sony-Objektiv fotografiert. Und dann habe ich mir gedacht, wieso sind hier schwarze Ecken? Also es ist wie so eine Vignette. Man macht das manchmal auch gern in der Fotonachbearbeitung, dass man, um den Blick in die Bildmitte zu führen, so eine Vignette am Rand macht. Und das ist tatsächlich auch eine Vignette, die ist hier deutlich stärker. Das liegt aber daran, dass das Licht von hier eingefallen ist. Also das ist nicht generell so dunkel. Hier deshalb auf der rechten Seite nochmal der Versuch, den Himmel zu fotografieren, also eine einheitliche Fläche. Auch hier sieht man die leichte Vignette. In den normalen Motiven stört das aber nicht. Also das ist für mich jetzt nicht Grund, das Objektiv nicht zu nehmen oder zurückzuschicken. Also das kann man so, finde ich, lassen. Also ich werde es sicher behalten. Es ist sicher auch nicht perfekt. Das wird auch oft bemängelt, dass man sagt, hey, für den Preis hier, das sind jetzt sogar etwas über 500 Euro, ich habe sogar noch ein bisschen weniger bezahlt, kann man mehr erwarten? Ja, das wäre natürlich toll, ein Objektiv zu haben, was in allen Situationen das super machen kann. Aber naja, macht es halt nicht. Und für meinen Einsatzzweck ist es okay. Aber vielleicht könnt ihr jetzt ja mit den Daten oder mit den Infos, die ihr aus dem Video habt, auch beurteilen, ob es für euren Einsatzzweck passt. Das muss man letzten Endes immer selber versuchen zu beurteilen. Ja, das war's also. Re-Upload vom alten Video. Es hat sich mittlerweile einiges getan in der Tonqualität und so. Da die Infos noch passen und das Objektiv auch noch verfügbar ist, habe ich gedacht, ich will es euch nicht vorenthalten. Auch nicht vorenthalten wollte ich euch noch einen kurzen Tipp, falls ihr nach weiteren Sony Alpha 6000 Objektiven auf der Suche seid. Auf der Website lars-schlageter.com, meine Website, seht ihr eine Objektivübersicht, Sony Alpha 6000 Objektive, Übersicht aller Objektive. Ihr kommt hier direkt zur Objektivtabelle, könnt euch anschauen, was für Objektive es gibt, wofür sie sind. Hier unten hat es auch einen Scrollbalken, das geht natürlich nicht alles in den normalen Bereich rein. Wenn euch ein Objektiv genauer interessiert, könnt ihr es anklicken. Dann habt ihr hier weitere Infos. Wo vorhanden, habe ich dann auch die Testberichte mit reingemacht, meine eigenen sowieso, manchmal auch auf andere verlinkt. Ja, und das ist eine gute Übersicht, um zu sehen, was da Stand der Dinge ist, was da Sache ist. Schaut mal rein, freue ich mich. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund, bis bald. Ciao.